Und die Schwerinerinnen scheinen im richtigen Moment im ersten Satz zu ihrer Stärke zu finden. Sosa erst im Block und dann abgefangen. Und der Ball aus dem Halbfeld ist zu weit. Ja. 22:19. Wendula Alarava mit der Angabe jetzt. Und der Block ist dann nicht schnell genug nach. 22:20, Angabe für Arubis Hamburg. Imke Wedekind. Und Hamburg mit dem Block. Costa Caldara. 22:21. Und Auszeit genommen von Schwerin. Wedekind mit Angabe für Hamburg. Der Ball ist aus. Kein Block mehr dran. 22:22. Das wird jetzt ein sehr, sehr entscheidender Ballwechsel werden, Wedekind. Und da hat Schwerin schön gestellt, den Cross schön geschlagen, aber Hermann hat ihn. Und wieder die Finte von Anja Brandt, diesmal zum 23:22 für den Schweriner SC. Und jetzt Aufgabe an ihr Brand. Und das ist ein Ass. Egerstil kann den Ball nicht runterholen. Und an ihr Brand jetzt mit dem Aufschlag zum Satzgewinn und die Halle steht. Und da stand der Schweriner Block, da haben die Zuschauer schon gejubelt, aber es war zu früh. Ist durch den Block durchgespielt, aber nicht kraftvoll genug. Eine schöne Legevariante, aber die Hamburger holen sich diesen Ball noch einmal. McNett. Die jetzt noch einmal aus dem Spiel geht und zur Angabe kommt Yolanda. Kellner. Sehr erfolgreich im ersten Spiel gegen Alemannia Aachen. Von der Angabe. Und jetzt wollen wir gucken, ob das gegen Schwerin auch gelingt. Patricia Thomas und der erste Satz geht an den Schweriner SC. So, die Mannschaften sind wieder versammelt. Zum zweiten Satz, der erste Satz ging 25:23 an den Schweriner SC und der hat jetzt Aufschlag Marie Frick. Und der Ball bleibt da im Mittelblock hängen. Wieder hat der Mittelblock seine Finger dran. Und Tormann.
schlägt dann den Block. Und von da aus geht er ins Haus 1:0 für den Schweriner Sportclub. Marie Frick bei der Angabe. Sosa. Und Hermann mit der Heber-Variante. 1:1. Carmen Koka. Mit der ersten Angabe für Hamburg. Und das hat Schwerin schlecht verteidigen können. Und Hermann brauchte nur Abstauber in 2:1 für Hamburg. Diesmal sitzt der Block von Schwerin und sie schreit ihre Freude raus. Nein, natürlich der Block von Arubis Hamburg. Therese Catherine Magnet. 3:1 für Hamburg. Und die Angaben am Anfang von Koka könnte wieder der Grundstein eines erfolgreichen Satzes für Arubis Hamburg sein, wie es auch schon gegen Alemannia Aachen der Fall war. Jetzt aber Anja Brandt mit dem 2:3. Adler Robber mit der Angabe. In Hamburg gerade noch vor den Schwerinerinnen retten und der Magnet ritscht den Ball einfach in die lange Ecke und da kommt keine Schwerinerin mehr hin. 4:2 für Hamburg. Und Hermann jetzt mit ihren Sprungangaben. Und die ist im Aus. Wow. 4:3 nur noch für Hamburg. Und Brand mit der Angabe jetzt auf Schweriner Seite. Und wieder sitzt der Schweriner Block. Der Ausgleich, 4:4. Und Brand da bei neuer Angabe. Sosa bleibt da im Block hängen. Der war einfach nur rübergeschwenkt. Jetzt hat Schwerin die Möglichkeit, jetzt nochmal ordentlich zu spielen. Da waren sie sich uneinig, kann den Ball nur rüberpitchen. Und Sosa mit dem Diagonalschlag ins Aus. 5:4 für Schwerin. Ja, die kleinen Helfer, die immer wieder hier fischen. Damit die Spielerinnen sich hier nicht ausrutschen und sich verletzen möglicherweise. Anja Brandt jetzt bei der Aufgabe. Und Sosa mit dem Ball zwischen dem Block durch zum 5:5. Lange Variante gespielt von Schwerin. Und Hamburg versucht es wieder mit Sosa und die bleibt erneut im Block hängen. 6:5 für Schwerin. Kornmann jetzt mit dem Service.
Und wieder Sosa. Und die bleibt wieder Block hängen und der Ball war drin. Der Ball im Feld der Hamburger noch. 7-5 für Schwerin. Marie Frick am Block. Und Tormann jetzt mit der Angabe. Gefährlich. Und Sosa viel zu weit. Der Ball immer aus, der Punkt für Schwerin und die technische Auszeit beim Stand von 8-5. Auf seine Mannschaft einredet. Natürlich, er dürfte zufriedener sein nach dem Satzgewinn zu 25-23 und jetzt die Führung zum 8-5 für seine Mannschaft. Und Aufschlag für Patricia Thormann. Hermann kann den Ball nicht nach vorne bringen. 9-5 für Schwerin. Und Thormann mit dem erneuten Versuch. Und da ist der Block da und schiebt den Ball einfach nur ein Stück nach rüber. Berit Kaufeld. Zum 10-5 und jetzt die Auszeit genommen von Hamburg. Beim Stand von 10-5. Ja. Schüttel im Kopf. Scheint zu sagen, ich weiß nicht, Mädchen, was ist mit euch los? Das ist immer noch derselbe Gegner und wir sind immer noch dieselbe Mannschaft. Warum spielt ihr nicht weiter? Aber Lia daran, was seine Mannschaft noch kann, dass sie hier nicht mit 10-5 hinten liegen müsste. Und Patricia Thormann bei der Angabe. Und die alle unterstützt sie, aber die Unterstützung scheint mal zu groß. Der Ball zu weit, 10-6. Die Angabe für Aurora Hamburg. Jolanda Kellner. Und Sosa findet da die Lücke im Schweriner Block. 10-7. Da waren sie sich uneinig, aber Marie Frick am Block, gedankenschnell, 11-7 für Schwerin. Sandra Gutsche mit der Angabe jetzt. Kurze Variante gespielt, schön geholt da von Thormann. Sosa, viel zu kurz dieser Ball, aber die Schwerinerinnen können daraus keinen Profit schlagen. Und jetzt ihrerseits der Versuch.